Die Autobahn 47 im Süden des Großraumes Lyon. Auch hier haben sich Demonstranten versammelt, um mit einer Straßensperre gegen die Treibstoffpreise in Frankreich zu protestieren. Doch die Wut sitzt noch viel tiefer, sagt dieser Mann. Jeder meint, es gehe um Treibstoff, doch darum geht es nicht, sondern um den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dieser Mann zählt auf, es geht auch um die Gas- und Strompreise und um die höheren Beitragszahlungen für Rentner. Mit Liedern und Sprechchören versichern die Demonstranten, wir bleiben unnachgiebig. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht Präsident Emmanuel Macron. Der will mit höheren Steuern auf Benzin in Sachen Umweltschutz punkten. In Umfragen lag die Zustimmung für Macrons Politik zuletzt nur noch bei 26%. In ökologischer Hinsicht sollten wir ganz vorne anfangen. Was kommt denn nach dem Öl? Bisher gibt es kein Nachöl-Szenario, sagt diese Frau. Euronews-Reporter Michele Calino kommentiert. Die Angst, dass die öffentliche Ordnung gestört werden könnte, hat dafür gesorgt, dass der Innenminister den Einsatz von 2500 zusätzlichen Polizisten verfügt hat. Die Demonstranten haben angekündigt, mit ihren Protesten nicht aufhören zu wollen. Michele Carlino per Euronews da Lione.